Wenn von den Weden gesprochen wird, ja, und viele haben mich am Anfang gefragt, wieso wir eigentlich falsch schreiben, weil die Weden, die schreibt man mit einem V. Und in den meisten Fällen, wenn über die Weden gesprochen wird, dann meint man, Moment, so, die Bhagavad Gita. Also dieses Buch, übrigens empfehle ich allen sehr, die Bhagavad Gita zu lesen. Das ist das Gespräch zwischen Krishna und Arjuna. Und unter anderem, also wenn über die Veden gesprochen wird, dann meint man grundsätzlich praktisch die indischen, nachgestrichen, die indischen Veden. Darum schreibt man das auch mit V. Doch die Inder, die haben auch ihre Weisheit, ja, von woher sozusagen. Und heute werden wir uns nochmal anschauen an gewissen Zahlen, wo haben denn die Inder ihre Weisheit her? Wie ist es dazu gekommen und so weiter? Ich springe schon mal nach vorne, um zu sagen, unsere Stämme haben dieses Wissen nach Indien gebracht. Für die meisten Russen ist dieses Buch heutzutage ein heiliges Buch. Das ist die Bibel. Auch ein schwarzes Buch. Ja? Und für einige Teile der Menschen in Russland ist das ein heiliges Buch. Also der Koran. So hat jedes Volk seine eigene, in Anführungsstrichen, heilige Bücher. Und zwar die Bücher, auf die, wo sie die Weisheit über die menschliche Lebensweise beziehen und wo sie für sich ja, einfach Tipps bekommen wollen, sozusagen, wie können die besser die Verbindung zu Gott wiederherstellen. Ja. Wenn über die slawisch-arischen Veden gesprochen wird, dann meint man diese fünf Bücher. Slawianarijskie Vede. Wir werden heute jedes einzelne Buch mal durchgehen, damit du, wenn du in Zukunft mit, über die slawisch-arischen Veden hörst, zumindest dich mal ein, du hast schon ein grobes Fundament sozusagen. Um was geht es da konkret? Es ist immer wichtig zu wissen, dass alle Bücher werden von den Menschen geschrieben. Was für ein Alexander? Alexander Hinewitsch, das ist der Autor bzw. der Verfasser dieser Bücher. Das ist derjenige, der die, über den die Bücher veröffentlicht wurden. Mit der Veröffentlichung der slawisch-arischen Veden ist diese Geschichte zusammengebrochen. Weil in der Bibel ist kein einziges Wort über die Deutschen, über die Russen. Wer von euch mal die Bibel gelesen hat, der wird kein einziges Wort darüber finden. In diesen Büchern wird die Vergangenheit, ich betone Vergangenheit, nicht die Geschichte, die Vergangenheit der Weißen, Menschen auf dieser Midgard-Erde aufgezeigt. Und darum auch in Russland sagen sehr viele, in bestimmten Kreisen, ja, dass die slawisch-arischen Veden, das ist eine Erfindung des Vatikans. Und der Vatikan hat das veröffentlicht, um die Menschen zu verirren, um sie auf einen Irrweg zu schicken. Aus meiner Sicht ist es nicht so, weil ganz einfach der Vatikan, der würde auf gar keinen Fall all die Swastiken freigeben. Laut meinem Verständnis, meiner Wahrnehmung ist es so, dass die Priester damals auch verstanden haben, welche dunkle Zeiten für die Weißen kommen werden und haben sich dann bereit erklärt, auch nach Indien zu gehen und dorthin auch die Veden zu bringen, um dort quasi sie zu verstecken, die Veden und das vedische Wissen. Dann das zweite Buch heißt Kniga Sveta, also das Buch des Lichtes. In diesem Buch, und das ist auch aufgebaut in zwei Teile, hier, also Haraitis Werte über den Aufbau des Kosmos und die weisen Worte von Volk Vilmudr. Es ist auch in zwei Teilen aufgebaut, wie gesagt, das Buch, und auch mit weiteren Inhalten. Zum Beispiel, nochmals, sind hier aufgezeigt solche Texte, und zwar in denen die alten Veden aufgeschrieben worden sind. Du siehst eine Ähnlichkeit mit Sicherheit auch mit Sanskrit, also die obere Linie, ja, und das zeigt nochmal auch, dass es alles einen Ursprung hat.
sind in den Büchern die Stämme beschrieben, zum Beispiel Bayer? Nein. All diese weitere Aufteilung in einzelne Stämme, die ist ja dann viel später geschehen. Und das wird nicht beschrieben. Und dieses Buch des Lichtes, das ist die erste Charakter, wo aufzeigt, gesprochen wird über den Aufbau des Kosmos. Und ich lese einfach gewisse Sachen vor, damit du verstehst, um was geht es. Irgendwann mal, sondern damals, wo es noch keine Zeit gab, es gab auch keine Welten und keine Realitäten, von uns wahrgenommenen, doch niemals sich realisierte, war nur der eine Ramcha, so, der als praktisch Gott genannt wird. In diesem Charakter vom Licht wird auch erzählt über die dunklen Welten auch. Und unsere Aufgabe ist es, durch geistlich-sittliche Siege den goldenen Weg zu gehen. Also den goldenen Weg, damit meint man einfach der Weg des Aufstiegs und der Entwicklung. Und unsere Aufgabe ist es, wenn wir durch die Welten gehen, dass wir, das ist einer der Gebote übrigens auch, zu denen wir noch kommen, dass wir, wenn wir in die Welten gehen, und damit gemeint also andere Welten in dem ganzen Universum, dass wir nicht mit den gleichen Gesetzen gehen, wie die in unserer Welt herrschen, sondern dass wir die Gesetze der dortigen Welt auch respektieren. Und so ist es auch übertragen gesehen auf der Welt, auf der Erde. Wenn wir in ein anderes Land gehen und dort gibt es andere Sitten, Bräuche und so weiter, ist es wichtig, dass wir ihre Sitten und Bräuche respektieren. Mhm. Auf der Insel Krk gibt es dort jetzt in Kroatien eine Insel. Und dort gibt es eine Stadt, heißt Vrbnik. Ja, und das ist, dort gibt es am meisten erhaltene glagolische auch Schriftstücke. Sogar am Boden, an Gebäuden und so weiter. Gibt es solche Zeichen noch, sozusagen. Und diese Schriftart, die wurde früher unter anderem verwendet bei den Kaufleuten, wenn die auch Verträge untereinander geschrieben haben. Denkt daran, die Kinder der großen Rasse, eure Kraft liegt in der Einigkeit. Einigkeit unter allen Stämmen und Sitten, welche auf dem Basis des uralten Glaubens aufgebaut ist. Wisst Bescheid, die Kinder der großen Rasse, dass nur derjenige ein wahrer Nachkömmlinger der Götter ist, der in der Lage ist, zu schöpfen und zu gedeihen, zum Wohle seines alten Stammes und zum Ruhm des Vaterlands. Und es wird hier auch erzählt, wie sie ihre Heimat verlassen haben, was da passiert ist und wieso sie ihre alte Heimat verlassen haben.